Ihr Philosophen habt es gut. Ihr schreibt auf Papier und Papier ist geduldig. Ich, unglückliche Kaiserin, schreibe auf der empfindlichen Haut von Menschen. Männer lieben intensiver mit 20, aber sie lieben besser mit 30. Niemals, glaube ich, hat ein Volk mehr Freude bekundet als das seine bei dieser Todesnachricht. Auf der Straße umarmten und beglückwünschten sich die Leute zum Tode ihres Königs. Ich hatte mir immer große Mühe gegeben, diese Tränen zu verbergen, die ich mir als eine Schwachheit vorwarf. Ich verbarg sie auch deshalb, weil ich es immer für niedrig gehalten hatte, das Mitleid anderer zu erregen. Man kann nicht sein Herz in den Händen halten und es das eine Mal bezwingen und ein anderes Mal gewähren lassen. Der Stern des Ostens wird aufgehen. Ja, ja. Von dieser Seite wird das Licht zurückkehren. Denn hier, in den schwelenden Anfängen, ist mehr Kraft und Intelligenz als irgendwo sonst auf der Welt. Die Wissenschaften heißen frei, damit sie allen die Freiheit geben, sie zu erwerben, und nicht, damit dieses Recht nur dem schon Freien zusteht. Suche nach dem wahren Verdienst, und sei es am anderen Ende der Welt, denn meist ist es bescheiden und zurückgezogen. Geschickte Ackerbauern und Handwerker sollen belohnt werden. Jeder Mann ist ein Manuskript, das erst korrigiert werden muss. Lieber 10 Schuldigen vergeben, als einen Unschuldigen hinrichten. Sei gütig, menschlich, zugänglich, mitfühlend und freigebig. Deine hohe Stellung soll dir nicht im Wege stehen, dich um die Armen und Niedrigen zu kümmern und dich in ihre Lage zu versetzen. Wenn ich Diderot geglaubt hätte, wäre alles anders gekommen. Alles wäre durcheinander gegangen, um schließlich unpraktische Theorien zu bringen. Es gehört viel Mut und Kraft dazu, einen Mann von sich abhängig zu machen, doch es zahlt sich fast immer aus. Ich werde eine Autokratin sein, das ist mein Beruf. Und Gott der Herr möge es mir verzeihen. Das ist sein Beruf. Sagen Sie 1000 Leuten, sie sollen einen Brief aufsetzen, gestatten Sie ihnen, über jeden Satz zu diskutieren, und sie werden sehen, was dabei herauskommt. Um Gottes Willen, bitte tue alles, um Streit zu vermeiden, denn die Anlässe unserer Zwistigkeiten sind immer unbedeutend. Es geht immer um die Frage der Macht, niemals um Liebe. Wenn ich 200 Jahre alt werden könnte, dann würde ganz Europa Russland untertan werden. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.